Fass mich nicht an! Eddie! Jetzt sag ich dir mal, Matto! Wenn du mich beißt, mein Freund. So, hastet! Ernsthaft? Ja! Hey, Jaco! Hau ab, Mann! Na? Aufs Maul? Ja! Ja? Dann komm her! Dann komm du doch raus! Dann komm du doch rein! Ja, ja! Ja, na, die Woche fängt ja schon mal geil an. Das ganze Jahr über, wenn es schneien sollte, Weihnachten schneit es nicht und jetzt fängt es an zu schneien. Und nicht mal wenig. Hallo? Na, da kann ja eine Woche werden, ey. Junge, 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 Junge. Der LKW da vor mir gerade hat eben, keine Ahnung, wie aufgepasst, was auch immer, ist rechts an die Leitplanke rangerutscht, hat eins von diesen Katzenaugen abgerissen, sich reingekramt und fährt einfach weiter. Einfach weitergefahren. Ah ne, jetzt hält er an. Ah ja, man sieht nicht viel an der Seite, aber alter Verwalter. Auf der Rücktour zeige ich euch das mal. Hier ist das gewesen, genau. Hier links. Hat man, denke ich, gesehen. Vertiefung. Eddie, wo ist der Jacko? Hinter mir. Oh nee. Wo ist der Jacko? Na, hinter mir. Nein, lass ihn. Guck, da ist der Jacko. Was denn? Sag nix. Ich weiß. Bei der Ruhe. Hä? Hey, Jacko. Hau ab, Mann. Na? Aufs Maul. Ja. Ja? Dann komm her. Dann komm du da raus. Dann komm du da rein. Ja, ja. Ach, du langweilst mich. Blöd, Mann. Junge, wenn ich an dich rankommen würde. Ja, was denn dann? Na, komm her. Guck mal hier. Nein. Ich kann ans Blatt, du nicht. Ah, ich bin größer als du. Na, komm her. Finger weg, Finger weg, komm her. Du riechst. Sein, ja, ja. Schnauze. Wash to go, Kaffee to go. Alles Quatsch, das gibt's eine Erfindung. Food to go. Ach, schweig. Nimm ich halt mit, war mit. Schlau. Ja, normal. Ist ja fast ausgeleckt. Ist auch lecker. Ja, und nu? Ja, warte, Moment. So, weiter geht's. Gerne Bär. Immer wieder mal. Bleib doch mal hier. Kann man beim Essen Kalorien verbrennen, ne? Ja, blöde Ding. Was? Und den Trips trainieren. Ja, ich bin schlau genug. Jetzt, Mann, blöde Ding. Kann der Lied doch nicht so rum. Ja, der bleibt doch nicht hier stehen. Nervt voll, ey. Ja, fast leer. Nimm deine Finger weg. Einfach mir die Lasagne wegzunehmen. Nimm die Finger weg. Ich bin echt sauer auf dich. Drohst du mir gerade? Ja, hau ab. Hm? Voll kacke gewesen. Drohst du mir gerade? Ja. Pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal was, ja. Es reicht jetzt. Lieber Freund, du, da haben wir aber ein Problem miteinander, ach, wenn du mal die Zähne fletscht. Ja, komm, willst du machen? Jetzt werde ich dir mal sagen. Und das ist jetzt vorbei. Nee, da war noch was drinne. Und nochmal machst du das nicht. Das ist ja klar. Das warten wir. Fass mich nicht an. Hm? Fass mich nicht an. Eddie. Jetzt sag ich dir mal was, du. Wenn du mich beißt, mein Freund. So, hastet. Ernsthaft? Ja. Was? Hast du gerade gerülpst, du Schwein? Wer? Hallo, ich rede mit dir und du rülpst. Das ist meine Meinung zu dir gerade. Weil du mir alles weggenommen hast. Bengel, ey. Schnauze. Moin. So, jetzt nochmal zu der Woche. Spruch. Es passiert nicht viel zur Zeit. Ne? Man kann ja nichts machen, man darf uns wirklich hin. Ich habe gearbeitet jeden Tag. Ich habe vermehrt Altersheime, Pflegeheime angefahren, heute auch wieder zwei. Und da gab es eine Geschichte, da musste ich dann
Da sollte ich dann hier Maske, ne, ansetzen. Und ich sollte darauf achten und das machen und dies machen und bla. So als wenn ich, was weiß ich, keine Ahnung, als wenn ich der pure, das pure Gift wäre. Aber stecken die Arschlöcher mich mit einem alten Mann in einen kleinen, engen Fahrstuhl rein, ne, der seinen Mundschutz da auf halb acht hatte und die ganze Zeit gehustet hat. Das ist doch scheiße. Mach ich nicht mehr, absolut nicht. Ich habe gesagt, nächstes Mal lasse ich die Scheiße oben stehen. Ich meine, das heißt nicht, dass ich jetzt Panik habe, dass ich mir das da einfange, nein. Aber dann sollen sie nicht so Heckmeck machen und dann zum Schluss sogar zulassen. Dann müssen sie die Leute halt fernhalten, wenn da ein Lieferant runterkommt mit dem Fahrstuhl. Und nicht noch da Leute reinlassen in den Fahrstuhl. Das war so eng, dass die Palette reingepasst hat, er mit seiner Gehhilfe links, ich direkt hinter ihm. Das war scheiße. Ja. Ansonsten kann ich eigentlich nichts weiter zu der Woche sagen. Außer ab nächste Woche Montag, für die nächsten drei Wochen, muss ich, bevor ich hinfahre, um aufzuladen, erstmal anrufen, ob sie was haben. Als reine Sicherheitsmaßnahme, so gesehen. Damit bin ich ohne sinnlos hinkommen, weil die halt selber nicht mehr sagen können, wie viel Ware kommt noch. Es kann. Wir haben Glück, wir fahren Mischwaren. Aber zum Beispiel so Unternehmen, die nur Klamotten fahren, sind gerade echt eine Arschkette. Ne? Da ist ja nichts mehr mit Klamotten liefern. Weil ja die Läden alle zumachen. Aber dafür gibt es ja auch diese Förderungen hier mit 9000 Euro und alles zur Überbrückung, falls ich wirklich mal statt fünfmal die Woche nur dreimal fahre oder so. Und mal ein bisschen frei haben, ist auch nicht schlecht. Könnte ich auch mal ein bisschen die Füße baumeln lassen. Ja, das war es eigentlich auch. So scheiße, also es sieht schön aus, das Wetter gerade. Aber es ist sauwindig, meine Haare, die kreuz und quer hier. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Das war's, würde ich sagen. Ne? Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.